So, zum Bimetall. Funktionsweise. Wir haben folgenden Versuch gemacht. Wir haben zwei Schülerreihen aufgestellt. Ich sage jetzt mal eine blaue und eine rote. Und dann haben wir folgendes probiert. Alle Schüler haben sich gegenseitig festgehalten. Also jeder hat gegenüber festgehalten. Die waren verschränkt. Und sie haben sich auch innerhalb der Zeilen festgehalten. Dann haben wir folgenden Versuch gemacht. Wir haben die eine Reihe stehen lassen und haben die anderen auseinandergezogen. Das heißt, die rote Reihe hat sich in diesem Fall ausgedehnt. Aber das funktioniert so nicht, denn weil die sich alle festgehalten haben, ich deute das mal mit schwarzen Strichen an hier, und diesen Abstand im Wesentlichen eingehalten haben, wenn ich jetzt hier schwarze Striche ranmache, ist Folgendes passiert. Weil die schwarzen Striche, also das heißt, die Abstände der roten zu den blauen Teilchen nicht größer geworden sind, mussten die roten automatisch sich wie folgt gruppieren. Der Abstand der roten ist größer geworden, das stimmt, das hat funktioniert. Aber dadurch, dass der Abstand zwischen rot und blau nicht größer geworden ist, hat man gesehen, dass sich die Reihe insgesamt gekrümmt hat. Ein Bimetall, ich mache den jetzt mal mit blauen und roten Metallstreifen. Ich nehme hier einfach ein, naja, das ist schön, oder nicht? Moment. Ein Bimetallstreifen sieht im Wesentlichen so aus, dass wir sagen, wir haben einen Metallstreifen eines Metalls mit einem anderen fest verbunden. Das wird in der Praxis durch Löten oder Nieten gemacht. Und wenn ich jetzt beide Metalle gleichzeitig erwärme, sie sich aber unterschiedlich ausdehnen, dann passiert Folgendes. Dann bleibt der blaue einigermaßen so, wie er sein möchte. Und der rote dehnt sich aus. Und das übertrieben, und jetzt mache ich es mal besser, würde bedeuten, dass sich dieser Bimetall krümmt. Und wenn ich das Ganze aufgewickelt habe, dann habe ich die Möglichkeit, dass durch Ausdehnung hier diese Spirale zum Beispiel auf der Skala sich bewegt. Bimetallstreifen nimmt man zum Beispiel, um in Abhängigkeiten von Temperaturen Kontakte zu schließen. Das heißt also, ich kann hier zum Beispiel, ich mache es mal in lila, nee, in schwarz. Wenn ich, weil es ja Metall ist, leitet das, wenn ich hier einen Strom durchschicke, hier habe ich eine Batterie und ich habe hier eine Lampe. Und ich sage, ich möchte mal sehen, in diesem Fall, dass die Lampe ausgeht. In diesem Fall würde sie ausgehen. Wenn der Bimetall warm wird, dann würde ich das genau betrachten. Das wäre dann hier, in diesem Fall wäre der Kontakt nämlich geschlossen. Und ich hätte hier in diesem Fall eine leuchtende Lampe. Aber da kommen wir dann später in Elektrotechnik nochmal drauf. So funktioniert ein Bimetall, so kann man sich es vorstellen. Nochmal, die Schülerreihen, alle untereinander, rot und blau haben den gleichen Abstand. Wenn sich die rote Reihe mehr ausdehnt, das heißt, dass das rote Metall sich größer, mehr ausdehnt als das blaue, aber zwischen rot und blau der Abstand fest vorgegeben ist, dann krümmt sich der ganze Salat. Würde hier bedeuten, nicht erwärmt, wäre der Kontakt geschlossen, die Lampe würde leuchten. Und doch erwärmt würde bedeuten, dass der Kontakt geöffnet wird, weil sich das rote sehr stark ausgedehnt hat und das blaue Metall nicht so sehr, biegt sich der Bimetall und der Kontakt ist offen. Das nimmt man aber nicht für Lampen, sondern im Wesentlichen, um in einfachen Bügeleisen zum Beispiel die Temperatur zu regeln. Man stellt es entsprechend ein und man hört da auch immer so einen Klick und Klack, wenn man genau hinhört. Bei älteren Bügeleisen ist es noch ganz gut zu hören und da geht auch eine Kontrolllampe mit an und innen drin geht es nicht weniger um die Kontrolllampe, sondern die Kontrolllampe zeigt bloß an, ob eine Heizwendel dabei mit betrieben wird. So kann man die Temperatur eben schön regulieren, ohne dass man immer darauf aufpassen muss und von Hand nachstellen muss. Das lässt sich also in diesem Fall so machen. Bimetall beruht also auf der Ausdehnung, vor allem auf der unterschiedlichen Ausdehnung unterschiedlicher Stoffe. Das Ganze werde ich jetzt gleich hier nochmal in einem Versuch vorführen, dazu einen Verweis in einem anderen Video. Das funktioniert auch mit unterschiedlichen Stoffen, die nicht unbedingt zwei Metalle sein müssen, sondern wir werden folgenden Versuch machen, ein Kaugummipapierstreifen, und zwar auf der einen Seite ist Aluminium
Und auf der anderen Seite ist Papier, also ein doppelter Streifen sozusagen, und Papier und Aluminium sind fest miteinander verklebt, wird sich entsprechend ausdehnen, wenn ich ihn mit Hitze irgendwie bestrahle, mit Wärme. Und das kann man in beide Richtungen sehen. Also probieren wir mal, ob das dann im nächsten Video auch sichtbar ist. Zum Thema Bimetall mache ich hier erstmal dicht.